Hallo, liebe deutschsprachige D-Freunde aus ganzer Welt und vor allem aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, aus den Niederlanden, aus Dänemark und aus meiner Heimat, dem Elsass. Willkommen bei mir, Stefan Erler. Ich bin der Gründer des T-Masters-Blogs und der T-Masters.com Tee-Boutique in Taiwan. Und wir machen Schluss heute mit unserem Kurs des Herbstes. Und mit einem sehr, sehr schönen Teich, ein Klassiker, also etwas ausgezeichnet. Und wir können dann, was machen wir dann danach? Im Monat Dezember, weil es Advent und weihnachtlich ist, möchte ich diese Kurse ein bisschen ergänzen mit Chashi. Also anstatt die Tees rein zu analysieren, wie wir das in den letzten Monaten gemacht haben, möchte ich diese Tees wiederentdecken, indem ich sie am besten vorbereite. Also diesmal nicht, wahrscheinlich nicht in einem Gaiwan, sondern eher in einer Ichinkanne, und ich werde das viel festlicher gestalten, mehr um zu zeigen, wie man Tee auch richtig genießen kann, nicht nur als Analyse, als Kurs, was manchmal ein bisschen zu steril, zu analytisch ist, und es geht nicht genug zum Herzen. Also, das werden wir im Dezember machen, mit den Tees, die wir in diesem Herbstklasse studiert haben. Heute studieren wir den letzten Tee, einen Tiguanin aus Anxi. Und dann im Januar fangen wir eine neue Serie von Kursen an. Diesmal habe ich an dieser Klasse auf hochoxidierte Tees organisiert. Das heißt Oriental Beauties, Concubine Oolongs und auch rote Tees. Roter Tee aus Hualien, aus der Ostküste, aber auch rote Tees aus dem Sun Moon Lake Gebiet in Nantou. Also eine sehr variierte Klasse, die ich mit einem Zentrum auf Oriental Beauty, weil wir werden sehen, dass Oriental Beauty sehr, sehr wichtig war, auch für die anderen Tees, die hat sie beeinflusst. Und es passt sehr gut zum Winter, denn rote Tees, stark oxidierte oder ganz oxidierte Tees, die bringen mehr Wärme, wenn man sie trinkt. Etwas im Gegenteil zu Hochland- oder Berg-Oolongs, die eher frisch und kühl sich fühlen. Mit diesen oxidierten Tees werden wir viel Wärme bekommen, und das passt natürlich ganz gut zum Winter. Also machen wir weiter heute mit diesen Tiguanin aus Anxi, aus Xiping genau gesagt. Vor 2 Wochen hatten wir einen Tiguanin aus Alishan probiert. Dieser Tiguanin war eigentlich kein Tiguanin, denn Tiguanin ist der Name eines Kultivars. Und in diesem Falle in Alishan hat man einen Qingxing Oolong genommen, und man hat mit dem Prozess also ein bisschen gefuchselt, damit es sich wie ein Tiguanin so aussieht und so fühlt und so schmeckt wie ein Tiguanin. Aber natürlich kann es nicht genau wie ein Tiguanin schmecken, denn es war kein Tiguanin-Kultivar. Also diesen Kultivar wollen wir heute besser studieren. Wir sehen, es ist gerollt wie ein Oolong aus Nantou, aus dem Zentrum Taiwans. Ja, dieser Tiguanin ist gerollt wie ein Rongshui Oolong. So ist es also nicht so einfach, es von einem Rongshui Oolong zu unterscheiden. Ihr könnt das probieren. Mit dem 2021 sieht dieser etwas weniger geröstet aus. Die Farbe ist ein bisschen heller, ein bisschen grünlicher als der Hongshui Oolong aus 2021, den wir studiert haben. Aber gerollt ist er sehr, sehr stark, und deshalb werden wir viel Kraft benutzen, um ihn aufzumachen.
Also, wie immer fangen wir mit damit an, dass wir den Gaiwan vorwärmen. Ein bisschen Ruhe dabei ist auch gut. Und wenn man Wasser in einem Gaiwan oder in einem Gefäß, in einer Teekanne hier eingießt, muss man versuchen, diesen Guss zu kontrollieren. Also am besten immer still sein und aufpassen, was man macht. Ja, also es handelt sich also um einen gerollten, leicht oxidierten, aber mittel gerösteten Oolong. Und Tieguanin hat etwas ganz Besonderes an sich. Es wird auf Chinesisch mit 5 Charakter bezeichnet. Hongxin Wai Wei Tao, also roter Herz, ein Schwanz, das biegt und es sieht aus wie Pfirsich. Was das bedeutet, erfahrt ihr gleich in ein paar Minuten, wenn die Blätter offen sind. Ich benutze mehr Kraft, weil die Blätter sehr gerollt sind. Hongxin, roter Herz, bedeutet, wenn die Blätter noch klein sind, dann sehen sie im Zentrum sehr, sehr rötlich aus. Weiwei, also gebeugter Schwanz, das werden wir gleich sehen. Die Blätter von Teguanin sind sehr, sehr eigenartig. Anstatt harmonisch auf beide Seiten groß zu sein, biegen sie in einer Richtung, alle in derselben Richtung. Und das macht also, deshalb diese Beugung ist wirklich ein Zeichen, dass es sich um einen Teguanin-Kultivar handelt. Nur dieser Kultivar beugt sich so, so schön. Und das wollen wir also sehen, ob diese Blätter sich wirklich wiegen, denn ich behaupte, das ist ein richtiger Teguanin und keine Kopie, wie aus Alishan mit Qingxin gemacht oder sogar in Fujian, in Anxi, wird viel Teguanin mit anderen Kultivars gemacht, Huangjingui, Benshan, etc. Also, und dann werden wir es auch kosten können. Eine sehr schöne Farbe. Sehr transparent, sehr durchsichtig, wie ihr da sehen könnt, hoffe ich. So ein Orange, etwas dunkler Orange. Riecht sehr aromatisch, sie riecht auch ein bisschen nach Röstung. Und ein ziemlich starker Geschmack.
etwas fruchtig und wirklich sehr schön. Und die Blätter sind schon nach einer noch einmal schon offen. Versuchen wir ein Blatt, das schön geöffnet ist, zu finden. Dieser da zum Beispiel. Ja, und wir sehen, ja, es biegt sich ein bisschen. Und es sind auch Oxidierungsmarken am Rand des Blatts. Also ist es ein traditioneller Prozess für diesen Tieguanin. Nicht dieser moderne Prozess, wo Tieguanin von Bergland-Oolong, von Alishan, Shaanxi, frischer Oolongs beeinflusst wurde. Und nachdem diese Berg-Oolongs auf den Markt kamen, dachten die Leute in Anxi, oh, das schmeckt wirklich sehr, sehr schön, wenn es so frisch ist, wenn es nicht geröstet ist. Und deshalb wurden danach viel mehr Tiganins produziert ohne Röstung und mit einer wirklich sehr leichten Oxidierung, weil sie von diesen Hochland-Oolongs beeinflusst waren. Aber ich würde sagen, dieser traditionelle Tiganin ist auch das Prozess, das den Dongding-Oolong auch beeinflusst hat, indem es ziemlich ein bisschen oxidiert ist, geröstet und dann auch gerollt. Wenn es ein bisschen kühlt, ist es einfacher zu trinken und schmeckt wunderbar. Versuchen wir noch ein anderes Blatt zu finden, damit wir diesen Wai Wei Tao besser sehen können. Ja, hier auch die. Man sieht eine Beugung im Blatt. Also macht ihr, das könnt ihr zu Hause selber versuchen zu sehen. Ihr könnt das Experiment machen. Und vor allem, was wirklich wichtig ist mit diesem Tiguanin, ist der Nachgeschmack und diese Fülle im Geschmack. Deshalb hat dieser Tiguanin eine Reihe von Leute in den 80ern wirklich auch beeinflusst und damals war in den 80er Tiguanin wirklich ein Star bei den Oolongs in Taiwan, denn kein anderer Tee auf dem Markt war so stark im Geschmack und hatte so viel Nachgeschmack wie ein Tiguanin. Die Pu'er kamen erst später auf den Markt in Taiwan, aber bevor man in Taiwan Pu'er gemacht hat, gebraut und getrunken hat man zuerst Tiguanin getrunken, weil es wirklich sehr, sehr stark war und das hat die Leute damals wirklich fasziniert, diese Fülle im Gaumen und dieser lange Nachgeschmack. Deshalb sollte man diesen Tiguanin ziemlich stark vorbereiten, also nicht zu leicht, damit man wirklich dieses Power, diese Kraft im Geschmack erleben kann. Also, vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in den nächsten Wochen für eine Reihe von Chashis, wahrscheinlich mit Weihnachten im Gedanken. Und im Januar fangen wir eine neue Klasse an. Diese könnt ihr schon bei mir im Teamaster Website kaufen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank. Passt wohl.